Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in meiner Weihnachtswoche. Ich möchte euch heute 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Weihnachtsbücher bzw. Bastelbücher bei uns vorstellen. Und zwar eigentlich geht es durch alle Altersgruppen und wir fangen auch gleich mal mit den kleinsten an. Und zwar sind diese beiden Bücher aus dem Asborn Verlag. Wir fangen mal mit diesem hier an. Das ist Babys erstes Klappenbuch, die Weihnachtsgeschichte mit Klappen und Gucklöchern. Kurz und leicht verständlich erzählt dieses Buch den Kleinsten die Geschichte des ersten Weihnachtsfestes. Viele Klappen und Gucklöcher laden zum Hinschauen und Entdecken ein. Wir machen mal eine Seite auf. Hier. Ich finde es auch super süß illustriert. Und dann hat man halt hier verschiedene Dinge. Ich kriege diese Klappen immer so schlecht auf, das machen meine Kinder immer. Aber hier kann man das jetzt zum Beispiel runterklappen. Wieder hoch. Hier hat man verschiedene Gucklöcher. Genau, ist super süß gestaltet. Sehr schönes, stabiles Pappbuch für die Kleinsten. Und dann habe ich noch dieses hier, auch vom Asborn Verlag, Babys erstes Schiebebuch Weihnachten. Ist auch so schön stabil. Und ist auch wieder super süß illustriert. Und hier kann man dann halt den Weihnachtsbaum zum Leuchten bringen, zum Beispiel. Ne, und dann ist auch ganz einfach nur ein Weihnachtsbaum. Zack. Ist nicht so viel geschichtenmäßig, sondern geht es wirklich um das Schiebebuch. Hui! Und hier, wer ist da? Genau, das finde ich auch super, super, super schön. Dann zeige ich euch zwei Bastelbücher. Das hier finde ich super, super genial. Ist auch vom Asborn Verlag, weihnachtliche Fensterdekorationen zum Ausmalen. Das ist, sowas habe ich tatsächlich vorher noch nie gesehen, das finde ich richtig, richtig schön. Und zwar sieht das dann zum Beispiel so aus, ne, wie bei einem Malbuch. Und dann kann man das hier ausmalen. Und das ist so eine transparente Folie. Das heißt, man kann es dann ans Fenster kleben und hat dann das ausgemalte Bild. Das finde ich super, super schön für die Kinder. Weil dann hat man auch mal was von diesem ausgemalten Bild. Nämlich, weil man es ans Fenster hängen kann oder dann natürlich auch verschenken kann. Das ist richtig, richtig, richtig genial. Mit ganz, ganz tollen, schönen Motiven. Und ich mache wieder einen Adventskalender selber. Und das wird bei Vince zum Beispiel einen Tag im Adventskalender drin sein. Und dann dürfen aber beide malen. Ich glaube, da lässt er seine Schwester mitmachen. Aber sie hat dann auch eine Alternative. Nämlich, wenn er das im Adventskalender hat, hat sie das hier im Adventskalender. Und zwar liebe ich ja solche Stickerbücher. Ich habe euch schon ganz, ganz oft ganz, ganz viele vorgestellt und habe eigentlich immer die vom Asborn Verlag und bin mega glücklich und zufrieden damit. Und das ist jetzt mein immer wieder Stickerbuch Weihnachten mit über 340 wieder ablösbaren Stickern. Das finde ich halt richtig wichtig, dass man die halt nochmal abziehen kann, wenn die nicht richtig sitzen. Ne? Manche Kinder sind da ein bisschen pingelig. Und dann hat man halt immer so diese leeren Seiten, die entsprechend beschichtet sich, die Wichtelwerkstatt, am Lagerfeuer. Und hier kommen dann die Sticker für die jeweilige Seite. Die kann man dann wunderschön hier raustrennen und dann für die jeweilige Seite verwenden. Und das ist wirklich was, was wir das ganze Jahr über haben, wir immer solche Stickerbücher im Einsatz. Ich finde das ganz, ganz toll und praktisch. Dann das letzte Buch vom Asborn Verlag ist Die leuchtende Weihnachtsüberraschung mit strahlenden Lichtern auf jeder Seite. Also ist wirklich auch mit Batteriefach und das sieht schon mal so ganz, 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 ganz toll aus, weil das so schön glitzert. Und dann hat man hier halt die Geschichte und hier immer wieder so kleine Leuchtpunkte, wo, wenn man das dann anschaltet, es dann einfach leuchtet. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt bei den Lichtverhältnissen sehen. Ach doch, sieht man. Na, nee, ihr seht das nicht so gut. Aber ich sehe es sehr, sehr gut, dass das hier ganz, ganz toll leuchtet. Hier sieht man es vielleicht besser. Ja, hier sieht man es besser. Hier oben die drei Leuchtpunkte. Und eine super, super niedliche Geschichte.
Also ganz, ganz wundervoll. So zum Verschenken. Das hat halt noch so dieses Extra durch dieses Leuchten. Und ich werde das zum Beispiel auch verschenken. Und dann ein Buch, das ist jetzt das einzige aus dem Koppenrad Verlag. Und das ist ganz, ganz wundervoll. Also das werden wir in der Weihnachtszeit ganz viel lesen. Und ich werde es auch in meinem Leseclub bei den Kindern in der Grundschule mitnehmen und vorstellen. Das ist das magische Weihnachtskarussell. Und das ist einfach so wunderschön. Und die Bilder sind alle so gemacht, also man hier drüber fährt, diese Glitzersachen, die sind so hervorgehoben. Ganz, 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 ganz toll. Und auch hier, also es ist wunderschön gestaltet. Und mit dem Karussell, ne, kommen die dann hier zu den Wichteln. Das zieht sich so, also es ist einfach wunderschön. Ganz, 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 ganz toll. Mit einer auch super niedlichen Geschichte. Hier kommt dann noch der Weihnachtsmann. Also auch eine super, super niedliche Geschichte, die uns dieses Jahr Weihnachten begleiten wird. Auch ganz, 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 ganz wundervoll. Also zum Vorlesen mega gut geeignet. Ich verlinke euch wie immer alle Bücher unten in der Infobox und vielleicht war ja was für euch dabei, für eure eigenen Kinder oder aber auch zum Verschenken. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!